Was machen wir mit dir? Naja, ablegen. Jo. Sieh dir mal diese Statue an. Niemand weiß, wie lange sie schon hier steht. Schade, dass das eine Auge fehlt. Drücke C und sieh dir die Statue ruhig etwas näher an. Das wird sicher mal eine Aufgabe, da das Auge reinzusetzen. So habe ich das Gefühl, dass der Vogel da hinten ist. Jetzt gehe ich aber zuerst mal hier hin. Was ist da? Ah, hier bin ich jetzt. Okay. Oh, das Tor ist repariert. Hey, Link. Hier sind wir. Wir sprechen gerade von deinem Wolkenvogel. Komm her. Ja, okay. Zu Befehl. Das war knapp. Naja. Ja? Gut, dass du hier bist, Link. Ich habe dich schon gesucht. Ich habe mich wegen deines Wolkenvogels umgehört. Und als ich mit Kruz hier geredet habe, hat es sich seltsam verhalten. Verzeih mir, Link. Ich wollte es dir schon früher sagen, aber dann hätte Bardo es ganz bestimmt herausgefunden. Anscheinend hat Bardo ihn ordentlich eingeschüchtert. Los, spuck's schon aus. Als ich vorhin den Speisesaal ein wenig aufgeräumt habe, kamen Bardo und die beiden anderen rein. Sie haben mich gar nicht beachtet und begannen einen Plan auszuhacken, um deinen Wolkenvogel zu verstecken. Ich wollte mich wegschleichen, um dich zu warnen. Aber da hat mich Bardo entdeckt. Wenn ich etwas verrate, würde ich nie wieder fliegen, hat er gesagt. Bardo hatte also anscheinend den Plan, sich deinen Vogel zu schnappen und ihn beim Wasserfall zu verstecken. Der Wasserfall. Gib mir doch mal kurz die Karte. Da muss es sein, beim Wasserfall. Ich habe ihn mit X markiert. Da bin ich doch gerade rüber gehüpft. Moment, hier bin ich rüber gehüpft. Ja, genau, das ist da, wo ich sagte, dass es wahrscheinlich ist. Glaube ich. Ja. Du weißt, wie die Karte funktioniert. Drücke Plus und du siehst eine Karte deiner Umgebung. Wenn du dich verlaufen hast, drücke also einfach Plus. Es tut mir so leid, Link. Ich bin so ein Feigling. Es tut mir so schrecklich leid. Jo, dann gehen wir doch dahin. Aha, Link. Am Wasserfall wurde in letzter Zeit gefährlich... Am Wasserfall wurden in letzter Zeit gefährliche Kreaturen gesehen. Du solltest also ein Schwert oder so etwas mitnehmen. Frag doch mal den Schwertmeister hier in der Übungshalle, ob er dir ein Schwert leiht. Oh, Schwert, cool. Öffnen. Hallo du. Oh, Link.
Du kommst, um zu üben, obwohl heute der Tag der Vogelreiterzeremonie ist. Das nenne ich mal Eifer. Die Übungsschwerter sind hier im Hinterzimmer, also hole dir einfach eines und komm danach zurück. Ich bin immer hier, wenn du Fragen hast zum Umgang mit dem... Wenn du Fragen zum Umgang mit dem Schwert hast. Übungsschwerter im Hinterzimmer können wir sicher gebrauchen. Du hast das Übungsschwert erhalten. Dieses äußerst scharfe Schwert wird von den Schülern der Ritterschule bei Übungskämpfen verwendet. Äußerst scharf. Das sind aber spezielle Übungsschwerter. Drücke 1, um dir anzusehen, welche Gegenstände du besitzt. Okay. Das ist noch speziell. Was sagst du, du möchtest, dass ich dir den Umgang mit dem Schwert erkläre? Unbedingt. Um das Schwert zu schwingen, musst du nur die Wii-Verbindung schwingen. Das ist auch schon alles. Schwingst du sie horizontal, führst du einen Horizontalschlag aus, während ein vertikaler Schwung einen Vertikalschlag bewirkt. Stößt du sie nach vorne, führst du die Stichattacke aus. Bewegst du das Nunchuck und die Wii-Verbindung gleichzeitig ruckartig zur Seite, führst du die Wirbelattacke aus. Wenn du diese Grundlagen beherrschst, wirst du für den Kampf bereits gerüstet. Bist du für den Kampf bereits gerüstet? Vergiss sie bloß nicht. Die erste Regel beim Kampf ist jedoch das Anvisieren des Gegners durch das Drücken von Z. Wenn du dem Gegner gegenüberstehst, visiere ihn stets mit Z an. Ja, das ist überlebenswichtig. Du kannst diese Stämme benutzen, um zu üben. Um sie zu zerlegen, führe einfach ein paar Übungsschläge in Richtung der Markierung aus. Hast du alle Pfeiler zerlegt, darfst du dich an einer Spezialtechnik versuchen. Spezialtechnik, cool. Stich? Ah. Schräg? Okay. Anders schräg? Von oben nach unten? Und horizontal. Sehr gut, Link. Du weißt, mit dem Schwert umzugehen. Das freut mich. Ich bin wirklich stolz auf dich. Wenn du möchtest, kannst du jetzt die Wirbelattacke üben. Unbedingt. Diese Antwort wollte ich hören. Um dich herum werden nun mehrere Stämme erscheinen. Bleib auf der Stelle stehen und führe die Wirbelattacke aus. Bewege hierfür die Wii-Fernbedienung und Nunchuck gleichzeitig ruckartig zur Seite. Zeig mir, was du kannst. Hervorragend. Ja, also so muss es aussehen.
Also gut, willst du zum Abschluss noch den Fangstoß ausprobieren? Aber sicher! Haha, sehr gut. Der Fangstoß ist nur dann möglich, wenn dein Gegner am Boden liegt. Drücke Z, um ihn anzuvisieren und bewege die Wii-Fernbedienung und das Nunchuck gleichzeitig ruckartig. Schlage diesen Stamm zu Boden und versuche dann, den Fangstoß darauf anzuwenden. Ach so. Wunderbar. Du kannst den Fangstoß auch dann einsetzen, wenn du den Gegner mit dem Schild oder einer Wirbelattacke zu Boden geworfen hast. Der Feind bleibt aber nicht für immer am Boden liegen, also lass dir nicht zu viel Zeit. Vergiss nicht, die Wii-Fernbedienung und das Nunchuck stets gleichzeitig ruckartig zu bewegen. Okay, und was ist mit dem hier da? Ah! Naja. Was soll das werden, Link? Das Übungsschwert bleibt gefälligst hier, mein Freund. Dachtest du etwa, du könntest einfach mit dem Schwert davonschleichen? Wie? Du sagst, dein Wolkenvogel sei verschwunden und du willst ihn nun suchen? Hm, ich verstehe. Eigentlich dürfte hier im Wolkenhort nur Ritter ein Schwert tragen, aber ich mache dieses Mal eine Ausnahme. Aber wehe, du stiftest damit Unruhe im Dorf. Wenn du noch üben willst, komm hierher und übe hier drin, verstanden? In Ordnung, ich gehe aber jetzt. Erstmal speichern. Okay. Hallo, hallo, junger Mann, komm doch mal rüber zu mir. Ich bin ein Schikerstein, freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Lass mich direkt zur Sache kommen. Ich denke, du wirst hin und wieder nicht wissen, was du tun sollst. Ach. Wie es weitergeht. Ich glaube, ich bin schon zu lange am Aufnehmen. Ich kann langsam nicht mehr richtig lesen. Naja. Wenn du dir mal bei einem Rätsel vergeblich den Zopf Mist, den Kopf zerbrichst und dir keine Lösung einfällt, komm zu mir. Im Moment habe ich nichts für dich, aber wenn du später wiederkommst, kann ich dir was Tolles zeigen. Alles Gute! Junger Mann, es sieht so aus, als ob ich keine Neuigkeiten für dich hätte. Wie wär's, wenn du ein wenig später wieder zu mir kommen würdest? Vielleicht habe ich dann wieder etwas Interessantes für dich. Ich hoffe, ich werde das nicht allzu häufig benötigen, aber kann mir vielleicht ein paar Mal ersparen, irgendwo auf Spieletipps oder so nachzuschlagen. Speichern. Und ab zum Wasserfall. Ja, nee. Sei vorsichtig. Zum Glück sind wir Ritter stets wachsam. Habe ich schon mal gehört.
Hier beginnt die Höhle hinter dem Wasserfall. Vorsicht! Vor blutsaugendem Getier. Zutritt für Kinder streng verboten. Wie komme ich denn jetzt da rein? So. Wasserfall. Ja, dann mal schauen. Da, er wusste doch, dass es da Geld hat. Von wo komme ich denn? Roten Rubin, 20 Rubine wert. So. Und speichern. Speichern. Speichervorgang war erfolgreich. Und dann mache ich jetzt mal gleich auch eine Aufnahmepause. Ja. Speichern und beenden. Bis zum nächsten Mal.